Herzlich willkommen zu einem Video, und zwar geht es in diesem Video über YouTube, und zwar näher gesagt über die neue YouTube-Startseite und oder dazu noch das neue YouTube-Kommentarsystem. Und zwar, vielleicht ist es aufgefallen, am 7. November, gestern Morgen war das, da musste man seinen Kanal auf Google Plus aktualisieren, das heißt mit Google Plus verbinden, um weiterhin Kommentare schreiben zu können. Hat man dies nicht getan, konnte man keine Kommentare mehr schreiben. Wenn man diesen Kanal mit Google Plus verknüpft hatte, konnte man das auch wieder rückgängig machen, konnte aber wieder keine Kommentare schreiben. Und in diesem Zug auf die Verknüpfung mit Google Plus wurde das Kommentarsystem auch noch komplett überarbeitet. Das zeige ich erstmal gleich. Jetzt erstmal zu der neuen Startseite. Die war so ähnlich ja schon vorher, nur war dieses Ding auch standardmäßig ausgeklappt. Und diese Leiste hier oben weg. Jetzt steht hier empfohlene Videos, meine Abos. Das war vorher hier links, hier mit diesem Aufklappding. Hier oben stand früher immer in blau Video hochladen. Das wurde jetzt ersetzt durch diese etwas schlichtere Fläche hier mit diesem kleinen Upload-Zeichen. Daneben die Einstellungen für Videomanager und so. Kommt man direkt dann zu den Einstellungen. Kann man alternativ aber noch mit diesem Menü, indem man hier auf den Namen draufklickt, aufrufen. Jetzt kommen wir aber zu einem Kommentarsystem, und zwar klicken wir jetzt hier einfach auf dem Video, zum Beispiel hier eins von GameStar oder PC-Welt oder was auch immer das ist. Dann sehen wir hier das Video, stoppen wir es jetzt mal ganz kurz und jetzt scrollen wir mal runter hier zu den Kommentaren. Jetzt sagen wir wollen einen Kommentar schreiben, fallen uns direkt auf, hier sind etliche neue Schaltflächen, zum Beispiel auch auf Google Plus teilen. Wenn ihr diesen Haken nicht entfernt, wird der Kommentar, den ihr da schreibt, automatisch auch auf euren Kreisen und blablabla in Google Plus geteilt. Deswegen empfehle ich euch immer, diesen Haken hier wegzusetzen. Außerdem könnt ihr öffentlich, da könnt ihr noch eure Kreise irgendwie Google Plus Scheiß hinzufügen. Ich würde das erstmal so lassen, wie es da standardmäßig ist. Und jetzt sind hier die Kommentare. Normalerweise, wenn man ein Video aufruft, waren ganz oben zwei Top-Kommentare mit den meisten Likes. Und darunter waren die chronologisch aufgerichtet, das heißt neueste zuerst und die älteren sind da weiter unten. Jetzt gibt es hier zwei Varianten, und zwar zum einen beste Kommentare, das heißt, hier werden nur die besten nacheinander aufgelistet. Und neueste zuerst, sprich hier werden die ganz neuen verlost. Ganz neu gezeigt. Jetzt könnt ihr mal eure Meinung uns sagen, ich finde das total beschissen. Da im Frühjahr waren ja immer zwei Möglichkeiten, zwei Anzeigeweisen. Hier oben waren zwei Top-Comments, darunter waren die chronologisch. Das fand ich so gut, das fanden auch viele andere so gut. Jetzt gibt es aber entweder eins oder das andere. Jetzt gibt es nicht mehr beide, und es gibt glaube ich keiner von euch, der mir sagen kann, dass er das besser findet als das alte, weil es halt, die Übersicht geht vollkommen verloren. Früher war noch eine halbwegs da gewesen Übersicht vorhanden, jetzt ist gar keine mehr da, weil man entweder nur da oder nur hier nachmachen muss. Außerdem nervt der Google Plus Scheiß irgendwelche Kreise. Keiner will das. Ich kenne keinen, der das nutzt und auch keinen, der das nutzen will demnächst. Deswegen, das ist einfach nur, da versauen sie sich YouTube. Sie haben halt das Monopol, dass YouTube die führende Videoplattform ist natürlich. Und gerade diese Kommentare helfen doch den Usern und den Abonnenten mit diesen Video-Uploadern in Kontakt zu treten, und das ist ganz wichtig, das ist ganz essentiell, und dadurch wird das hier beschädigt oder eher gesagt verschlechtert. Na gut, das war es erst zum neuen Kommentarsystem. Ihr könnt mal eure Meinung dazu schreiben in den überarbeiteten Kommentaren unter diesem Video.